den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion Die Linke hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Preisexplosion im Supermarkt, Maßnahmen gegen die anhaltend hohen Lebensmittelpreise. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Ina Latendorf für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es gibt Dinge und Situationen, die fordern politisches Handeln. Das Thema Ernährungssicherheit und bezahlbare Lebensmittel für alle gehört mit Sicherheit dazu. Ich bin gefragt worden, warum diese Aktuelle Stunde zur Preisexplosion im Supermarkt. Einfach gesprochen, weil jeder Mensch essen und trinken muss, weil jeder Nahrung zum Leben braucht und weil die Preisspirale, über die wir hier heute reden, gestoppt werden muss. Weil die Inflationsrate bei den Lebensmitteln nach wie vor bei über 20% liegt. Es müssen endlich Verhältnisse geschaffen werden, damit sich niemand mehr entscheiden muss, ob er oder sie in unserem reichen Land sich die Nahrung leisten kann oder eine warme Wohnung oder Strom. Dass Menschen vor dieser Wahl stehen, das wissen wir. Fast 14 Millionen Menschen, darunter 2,8 Millionen Kinder, sind in Deutschland von Armut betroffen. Das ist unwürdig und das ist ein Skandal. Auch dass Ernährungsarmut in Deutschland seit Jahren belegt, aber von dieser, aber auch von der vorherigen Regierung ignoriert wurde, ist ein Skandal. Es wird hier oft davon gesprochen, dass der Krieg in Osteuropa die Preistreiberei bei Nahrungsmitteln angefacht hat. Ja, der Krieg ist ein Grund der weiteren Erhöhung, aber beileibe nicht die einzige Ursache. Denn die Spirale ging schon im Sommer 2021 nach oben. Dies belegen die Statistiken der Preisentwicklung. Im dritten Quartal 2021 liegt der Beginn der Kurve der massiven Preissteigerung. Wenn wir die Ursache ergründen wollen, dann reicht es einfach nicht, das Angebot und Nachfrage nachzuschauen. Viele angebliche Nebenaspekte werden inzwischen zu Hauptaspekten. In einem gesättigten Markt sind Innovationen schwierig. Subventionen beeinflussen die Preisbildung genauso wie Spekulation mit Nahrungsmitteln an den Terminbörsen. Die sogenannten Mitnahmeeffekte werden zum Hauptprofitzweig. Und was auf dem Weg vom Erzeuger zum Verbraucher alles so draufgeschlagen wird, ist oft nicht durchschaubar. Meine Damen und Herren, die Lage ist dramatisch. Und man kann nicht tatenlos zuschauen. Die Inflationsrate bei Nahrungsmitteln lag im März 2023 bei 22,3% verglichen zum Vorjahresmonat, also zum März 2022, wo es ja auch schon eine Preissteigerung gab. Der Durchschnitt der Gesamtinflation beträgt 7,4. Und jetzt bringen Sie das mal ins Verhältnis zu den 22,3 für Nahrung, die ich eben erwähnt habe. Das mag für mittlere und hohe Einkommen noch, und die Betonung liegt auf noch, verkraftbar sein. Für kleinere und kleine Einkommen sind solche Preiserhöhungen existenzgefährdend. Wir sehen die Preissprünge. Molkereiprodukte und Eier, eine Steigerung von 35,3%. Brot- und Getreideerzeugnisse 24,3%. Gemüse 20,1%. Speisefett, Speiseöle und Fischwaren, Meeresfrüchte 22,8%. Und die Spitze des Eisberges scheint noch gar nicht erreicht zu sein, denn der Anstieg des Verbraucherpreisindex geht auch im laufenden Monat weiter. Und eine Studie von Foodwatch verdeutlicht die Ausmaße, über die wir heute reden. Danach sind 70% der Lebensmittel im Supermarkt teurer geworden. Und gerade diese sogenannten Eigenmarken von Rewe, Aldi, Lidl und Co. weisen eine doppelt so hohe Teuerungsrate auf wie die sogenannten Markenprodukte. Und wen trifft das? Wieder die Menschen mit geringem Einkommen und mit wenig Geld, die auf günstigere Waren angewiesen sind. Und wo soll das hinführen? Werte Kolleginnen und Kollegen, diese Daten machen deutlich, hier, aber insbesondere die Verantwortlichen in der Regierung müssen politischen Sachverstand für die Eindämmung dieser Preistreiberei bei Nahrungsmitteln einschalten und sich dafür einsetzen. Die Politik ist gefordert. Dort, wo Einzelhandel und Großunternehmen die Krise ausnutzen, um Gewinne zu steigern, wo Tafeln und Essenausgaben in Deutschland am Limit sind mit der Versorgung der Ärmsten unserer Bevölkerung, dort, wo Ernährungsarmut strukturell diejenigen trifft, die von Sozialleistung und Grundsicherung leben müssen.
Wir brauchen ein Maßnahmenpaket zur Eindämmung der Preisexplosion. Aus linker Sicht muss Folgendes geschehen: Eine staatliche Preisaufsicht mit Eingriffsbefugnissen, eine Übergewinnsteuer für Lebensmittelkonzerne, mindestens 200 Euro mehr pro Bezieherin und Bezieher von Bürgergeld, kostenfreie Schul- und Kita-Verpflegung in ganz Deutschland und die Nullsetzung der Mehrwertsteuer für alle Grundnahrungsmittel. Und das, meine Damen und Herren, sind nur die unmittelbaren, greifbaren Forderungen. Nötig sind nämlich ein komplexes Umdenken in der Wirtschafts- und Lebensweise. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun Peggy Schierenbeck das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ja, die Lebensmittelpreise sind zu Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Putins auf die Ukraine um über 20% gestiegen. Das ist ernst zu nehmen. Aber es sind ja nicht nur die Lebensmittelpreise, die sich so dramatisch erhöht haben. Ich kann mich noch gut an die große Unsicherheit und die großen Ängste angesichts der in die Höhe schießenden Energiepreise erinnern, die jeden Einzelnen von uns gepackt hatten. Bis wir im Oktober letzten Jahres dann die Gas- und Wärmepreisbremse beschlossen haben. Mit dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds in Höhe von 200 Milliarden Euro spannte die Bundesregierung einen Abwehrschirm auf, damit Strom- und Gaspreise sinken und sie von den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen bewältigt werden konnten. Diese Aktuelle Stunde gibt mir noch mal die Möglichkeit zu resümieren, was wir schon alles auf den Weg gebracht haben, um unsere Bürgerinnen und Bürger zu entlasten und die soziale Gerechtigkeit zu stärken. Und das ist eine ganze Menge. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst. Insgesamt haben wir drei Entlastungspakete geschnürt und auf den Weg gebracht von insgesamt 100 Milliarden Euro, das letzte allein über 65 Milliarden Euro. Mit dem Abbau der sogenannten kalten Progression werden Bürgerinnen und Bürger auch für inflationsbedingt höhere Besteuerung geschützt. Eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro für Erwerbstätige und Rentnerinnen und Rentner wurde ausgezahlt. 200 Euro für Studierende, ein Kinderbonus als zusätzliche Einmalzahlung für Familien und 100 Euro pro Kind. Eine Einmalzahlung für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen in Höhe von 200 Euro oder eine Einmalzahlung für Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld I in Höhe von 100 Euro. Ab 2023 können SteuerzahlerInnen ihre Rentenbeiträge voll absetzen. Aufwendungen für Altersvorsorge werden als Sonderausgabe berücksichtigt. Bürgerinnen und Bürger werden in 2023 dank dieser Maßnahmen insgesamt um rund 3,2 Milliarden Euro entlastet. Ich könnte noch viele weitere Maßnahmen aus den drei Entlastungspaketen benennen, will jedoch eine ganz besonders hervorheben, eine nahezu historische Entscheidung. Nie zuvor wurde das Kindergeld so massiv angehoben wie mit dem Inflationsausgleichsgesetz Mitte November 2022. Ab Januar 2023 ist das Kindergeld auf einheitlich 250 Euro gestiegen. Auch der Kinderfreibetrag und der Unterhaltsfreibetrag wurden angehoben. Familien werden damit allein in den nächsten beiden Jahren um jeweils rund 2,1 Milliarden Euro zusätzlich entlastet. Das bedeutet in diesen angespannten Zeiten für Familien und kleine und mittleren Einkommen eine wichtige Finanzspritze. Und das ist ein deutliches sozialpolitisches Signal. Genau. Mittelbar soll mit all den breitflächigen Entlastungsmaßnahmen natürlich auch der Kostendruck in der Produktion von Lebensmitteln und seine Weitergabe an die Verbraucherinnen und Verbraucher abgefedert werden. Wir sind uns bewusst, dass die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln eine Herausforderung für viele Bürgerinnen und Bürger sind. Für bestimmte Bevölkerungsgruppen sind steigende Ausgaben für Lebensmittel nur sehr schwer zu ertragen. Wir sehen auch, dass hierdurch das Risiko für Ernährungsarmut besonders bei Kindern steigt. Wir helfen Familien in dieser Krise und lassen sie nicht alleine. Unser Sozialstaat steht in diesen schwierigen Zeiten an der Seite dieser Menschen. Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien im Deutschen Bundestag haben schon viel getan, um die finanziellen Auswirkungen für die Menschen und die Wirtschaft abzumildern. Ich setze mich als Ernährungspolitikerin natürlich auch mit den Forderungen nach einer Mehrwertsteuerbefreiung von bestimmten Produkten der Grundversorgung wie Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten intensiv auseinander, und das mit Sympathie und Realitätssinn. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal die Bedeutung der Gemeinschaftsverpflegung herausstellen.
Die Kantinen, Kita, Schule, Uni, Betrieb und Krankenhaus, all das sind Orte, über die wir so viele Menschen täglich erreichen. Gerade hier muss der Zugang für alle zu einem gesunden, leckeren, ausgewogenen Essen sichergestellt sein. Eine gute Verpflegung für Kinder und Jugendliche sorgt für Chancengleichheit und ist die beste Prävention von Ernährungsarmut und ernährungsbedingten Krankheiten. Am 15. März war Weltverbrauchertag, und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal bei den Verbraucherzentralen in unseren Städten und Gemeinden ausdrücklich bedanken. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, denn sie sind oft die erste Anlaufstelle für die Menschen, eben auch bei Klagen über die hohen Lebensmittelpreise, und sie helfen an vielen Stellen konkret weiter. Das nimmt uns keineswegs aus der Pflicht, unterstützt unsere politische Arbeit aber ausdrücklich. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Hans-Jürgen Thies für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Nahrungsmittelpreise sind in den zurückliegenden 12 Monaten, Frau Kollegin Ladendorf hat es eben auch schon erwähnt, um 22% gestiegen. Diese Preisexplosion an der Supermarktkasse ist für alle Verbraucher höchst ärgerlich. Für die Menschen mit niedrigem Einkommen sind diese gestiegenen Lebensmittelpreise allerdings existenziell bedrohlich. Eine hohe Inflation ist und bleibt eben in höchstem Maße unsozial. Und deswegen sage ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass das in Teilen der Ampelkoalition nicht angekommen ist. Inflation ist unsozial. Und deswegen müssen wir sie auch bekämpfen. Keine Lösung sind staatliche Preiskontrollen. In unserer marktwirtschaftlichen Markt- und Wirtschaftsordnung sind staatlich verordnete Preisdeckel systemwidrig. Sie kommen daher nur in absoluten Ausnahmefällen in Betracht. Auch die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wäre der falsche Weg, weil ein solcher Steuererlass erfahrungsgemäß beim Endverbraucher gar nicht ankommt. Was muss die Bundesregierung also tun, um die Preisexplosion an der Supermarktkasse zu stoppen? Zunächst einmal gilt es, die Landwirte, also die Produzenten der Nahrungsmittel, dort, wo es europarechtlich möglich ist, zu entlasten. Denkbar wäre dies beispielsweise bei der Agrardieselvergütung. Aber vor allen Dingen muss das Nahrungsmittelangebot erhöht werden. Hohes Angebot senkt die Preise. Aber genau das Gegenteil macht die Bundesregierung. Wer funktionierende Kernkraftwerke abschaltet, der verteuert den Strompreis. Das schlägt unmittelbar auf das Nahrungsmittelangebot und die Preise durch. Wer wertvolle Ackerflächen stilllegt, der verknappt das Nahrungsmittelangebot und der befördert Preiserhöhungen. Wer den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse reduziert, der verringert den Ernteertrag und befördert Preiserhöhungen. Wer die ausreichende Nährstoffversorgung von Ackerfrüchten verbietet, der verringert den Ertrag und befördert Preiserhöhungen. Wer die Zulassung von neuen Züchtungsmethoden verhindert, der verhindert eine Verbesserung der Ernteerträge und der befördert Preiserhöhungen. Wer den gesetzlichen Mindestlohn für Erntehelfer im Obst- und Gemüseanbau um 20% erhöht, der befördert massive Preiserhöhungen im Obst- und Gemüseanbau. Wer die Nutztierhaltung durch immer strengere Auflagen reduziert, der befördert Preiserhöhungen bei Fleisch- und Wurstwaren und bei Milchprodukten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, all diese Beispiele zeigen, dass eben nicht nur der ukrainische Angriffskrieg, für die Preisexplosion an der Supermarktkasse verantwortlich ist. Ein Teil ist auch hausgemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen, und durch eine völlig verfehlte Agrarpolitik der Bundesregierung verursacht. Deshalb fordern wir Bundesminister Özdemir, der leider heute nicht hier ist, auf, die Zeitenwende endlich auch in der Agrar- und Ernährungspolitik umzusetzen.
Setzen Sie endlich die richtigen Prioritäten, können wir der Bundesregierung nur sagen. Anstatt sich für die Legalisierung von Cannabis und von Containern einzusetzen, sollte sich die Bundesregierung in erster Linie darum kümmern, das heimische Nahrungsmittelangebot zu vergrößern. Dann werden auch die Preise an der Supermarktkasse wieder sinken. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Dr. Ophelia Nick. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Preise für Lebensmittel sind teils drastisch gestiegen. Daran gibt es nichts schönzureden. Und das ist für viele, zum Beispiel Familien mit wenig Geld, ein existenzielles Problem. Auch ältere Menschen, gerade mit geringer Rente, sorgen sich, weil ihr wöchentlicher Einkauf plötzlich bis zu 50% teurer ist. Wer eben früher schon Schwierigkeiten hatte, sich ausgewogen zu ernähren, der hat nun erst recht Probleme. Und so haben es ja auch alle meine Vorredner benannt. Das nehmen wir mit dieser Deutlichkeit zur Kenntnis und benennen es auch. Das müssen wir adressieren, und das tun wir auch, meine Damen und Herren. Und genau deshalb hat die Bundesregierung auf diese Entwicklung reagiert, die von der Pandemie und Putins barbarischem Angriff gegen die Ukraine ausgelöst wurde. Und wir haben verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht, die Teuerung in diesem Land zu bremsen. Wir haben Hilfspakete geschnürt, auch um den Anstieg der Lebensmittelpreise zu bremsen. Und diese Hilfspakete wirken. Sie werden die Menschen in unserem Land auch in diesem Jahr spürbar unterstützen. Und wir kommen hier unserer Verantwortung nach und werden es auch weiterhin tun. Ein wichtiger Bestandteil dieser Maßnahmen waren die drei großen Entlastungspakete, die Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen im Blick haben. So haben wir als Bundesregierung 2022 insgesamt finanzielle Unterstützung im Gesamtvolumen von rund 100 Milliarden auf den Weg gebracht. Das hat vielen geholfen, in einer schwierigen Zeit ihre Miete und laufenden Kosten zahlen zu können und so einigermaßen durch die Krise zu kommen. Auch von der Erhöhung des Mindestlohnes profitieren viele Menschen. Bei der Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar haben wir bei der Berechnung der Regelsätze zudem eine dauerhafte Regelung gegen hohe Preise eingeführt. Denn die Bedarfe werden nun nicht mehr rückwirkend, sondern vorausschauend an die Teuerung angepasst. Mit der Gas- und Wärmepreisbremse sowie der Strompreisbremse in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro entlasten wir die Bürgerinnen und Bürger auf breiter Basis auch in diesem Jahr spürbar. Und apropos Energie. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir als Bundesregierung nicht nur von der Energiewende reden, sondern sie auch tatsächlich anpacken. Wir stellen in kürzester Zeit auf die Beine, was andere jahrzehntelang verschlafen und bekämpft haben. Und auch davon werden die Menschen in unserem Land ganz konkret profitieren. Denn fossile Energien treiben die Preise und erneuerbare wirken preisdämpfend. Das ist vorausschauende Politik, meine Damen und Herren. Aber natürlich geht es auch darum, auch in der Gegenwart gut durch den Monat zu kommen. Das gilt für die Menschen, die Lebensmittel kaufen, aber das gilt eben auch für jene, die auf den Höfen arbeiten und dafür sorgen, dass etwas auf unseren Tellern landen kann. Diese wichtige und systemrelevante Arbeit unserer Landwirtinnen und Landwirte muss uns als Gesellschaft auch einiges wert sein, gerade auch in diesen Zeiten. Deshalb haben wir als Landwirtschaftsministerium im vergangenen Jahr finanzielle Unterstützung in Höhe von 180 Millionen Euro auf unsere Höfe gebracht. Und damit haben wir bei denen, die unsere Lebensmittel erzeugen, den Druck rausgenommen, Kosten an Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben.
Kein Verständnis habe ich allerdings für jene, die die Krise und allgemein steigende Preise ausnutzen. Denn so manches spricht dafür, dass hier und da Preise ungerechtfertigt erhöht wurden und Wettbewerber bereitwillig nachgezogen sind. Genau das gefährdet den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten. Das kann niemand gutheißen. Denn unsere soziale Marktwirtschaft etwas bedeutet, dem unsere soziale Marktwirtschaft etwas bedeutet, auch nicht jene, die sich sonst stets auf Ludwig Erhard berufen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir die Folgen der Pandemie und des russischen Angriffskriegs nicht vollständig auffangen und ungeschehen machen können. Sofortmaßnahmen sind und bleiben das letzte Mittel der Bundesregierung, die angespannte Situation zu stabilisieren. Wir müssen auch dafür sorgen, dass globale Entwicklungen nicht derart weitreichende Auswirkungen auf uns haben. Deshalb müssen wir jetzt die Weichen stellen, dass wir uns auch in 10, 20 und 50 Jahren zu bezahlbaren Preisen ernähren können. Und das bedeutet nicht zuletzt, dass unsere Landwirtschaft krisenfester und unabhängiger werden muss. Und entscheidend ist hier, dass wir insgesamt nachhaltiger wirtschaften, ganz gleich, ob konventionell oder heute schon öko. Und hier, es geht hier knallhart um betriebswirtschaftliche wie auch volkswirtschaftliche Kosten, die wir vermeiden können und müssen. Und vorrangig regionale Lieferketten und die Unabhängigkeit von Mineraldünger wirken am Ende wie eine Inflationsbremse, die auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern zugutekommt. Und man muss ja nur mal schauen, wie sich in der Krise die Preise für Kartoffel oder Milch entwickelt haben, die eben konventionell oder nachhaltig und ökologisch erzeugt wurden. Nachhaltig und ökologisch bedeutet in diesem Fall auch annähernd preisstabil. Und genau darin steckt eine große Chance, nicht nur für Klima und Umwelt, sondern auch für unsere Unternehmen und zum Wohle unserer Verbraucherinnen und Verbraucher. Und die Bundesregierung wird weiter hart daran arbeiten, dieses Wohl zu sichern, zu erneuern und zu mehren. Das Wort hat der Abgeordnete Bernd Schattner für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Diese Aktuelle Stunde ist schon längst überfällig, denn die Lebensmittelpreise haben mittlerweile ein Niveau erreicht, welches für viele Haushalte in unserem Land nicht mehr bezahlbar ist. Die offizielle Inflationsrate beträgt über alles derzeit 7,4%. Bereits das zeigt, wie schwer das Leben vieler Menschen geworden ist. Im Bereich der Grundversorgung mit Lebensmitteln sprechen wir jedoch von einer Teuerungsrate von 21,8%. Das wurde ja mittlerweile mehrfach erwähnt. Wir erleben Auswüchse bei Gurken von 3,29 € oder einen Blumenkohlpreis von 5,99 € pro Kopf. Aber wie wirken sich denn solche Preise ganz konkret auf unsere Bürger aus? Während immer mehr Kinder morgens das Haus ohne ein Frühstück verlassen müssen, verzichtet Oma Erna lieber auf ein warmes Mittagessen, weil sie sich diese Preise einfach nicht mehr leisten kann. Und für die Beantragung von Bürgergeld ist diese Generation oftmals zu stolz. Und für die arbeitende Bevölkerung klingen die aktuellen Tarifabschlüsse sehr gut, aber gegen eine solche Inflation verpuffen sie dann doch schneller, als allen lieb ist. Der einzig Lachende ist am Ende wieder mal der deutsche Finanzminister mit seinen steigenden Steuereinnahmen. Dank kalter Progression bleibt kaum etwas von diesen Tarifabschlüssen übrig. Und als ob dies nicht schon genug wäre, hat diese Anti-Deutschland-Koalition jetzt auch noch beschlossen, einen CO2-Aufschlag von 200 € pro Tonne auf die Lkw-Maut ab 2024 obendrauf zu hauen. Letztlich werden auch diese Mehrbelastungen beim Endverbraucher, sprich bei uns allen, ankommen, sich niederschlagen und auch da wieder die Preise erhöhen. Fakt ist, diese Lebensmittelkrise ist hausgemacht. Versagen nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene.
Ohne Not hat die EU beschlossen, sich vom wichtigsten Rohstoff- und Energielieferanten zu verabschieden. Sie hat einen Krieg im Osten des Kontinentes zu ihrem eigenen gemacht, in dem sie mittlerweile eine aktive Kriegspartei geworden ist. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist auch die Meinung einer Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes. Weil Sie das nicht kennen, kann ich es Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Durch den Wechsel von günstigem osteuropäischem Gas hin zu sündhaft teuren amerikanischem LNG haben diese Politiker die Menschen eines ganzen Kontinentes in die Verarmung getrieben. Die aktuell extrem hohen Lebensmittelpreise sind doch eine direkte Folge massiv gestiegener Energiepreise. Und dabei ist es vollkommen egal, ob die Tomaten aus Holland, Spanien oder Deutschland kommen, denn die Energieerzeugungskosten steigen überall in Europa. Aber, und auch das gehört zur Wahrheit, ganz ruhig, Frau Künast, in Ihrem Alter ist das nicht gut fürs Herz. Aber auch das gehört zur Wahrheit dazu. Diese Regierung hatte es in der Hand, die Menschen hier vor Ort zu unterstützen. Denn mit möglichen Steuersenkungen hätte man die Menschen hier in Deutschland durchaus entlasten können. Wir als AfD hatten doch bereits letzten Jahres einen entsprechenden Antrag gestellt. Ziel war es, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel temporär auf null zu senken. Das hätte die Menschen hier bei uns vor Ort schnell und effektiv entlastet. Und genau diesen Vorschlag hat jetzt die portugiesische Regierung für 60 Lebensmittel für 6 Monate beschlossen. Nach ein paar Monaten, nach unserem Vorschlag, kam der Bundeslandwirtschaftsminister dann auch auf die gleiche Idee, nur um ein paar Tage später mitzuteilen, es lasse sich leider nicht durchführen, weil die FDP eine solche Steuersenkung nicht mitmachen würde. Der Herr Bundeskanzler, dieser Haufen einer Regierung, ist mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Wohle seines eigenen Volkes. Hier hätte es schon lange eines Machtwortes von ihm bedurft, aber wie so oft kam leider von Herrn Scholz nichts. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich ein bösartiger Mensch wäre, und vielleicht muss man das bei der Politik, bei den Grünen auch sein, dann würde ich Ihnen glatt unterstellen, dass Sie solche Verteuerung bei den Lebensmitteln haben wollten. Nur durch Ihre politische Verknappung auf dem Energiemarkt ist doch Ihre grüne Verbotspolitik überhaupt umsetzbar. Beispiele: ein faktisches Verbot für neuen Öl- und Gasheizungen ab 2024, Verbot von neuen Verbrennungsmotoren ab 2035. Und ab wann kommt das Verbot vom Sonntagsbraten, wenn dieser nicht aus Madenfleisch besteht? Und zufällig kommt doch von Ihnen schon der Hinweis, ey, der Verzehr von Insekten ist nicht nur klimafreundlicher, er ist natürlich auch kostengünstiger. Denn das Ungeziefer, was wir essen sollen, ist ja der neue Lebensmittelfetisch der Ökosozialisten zur Rettung des Weltklimas. Liebe Kollegen, lassen Sie uns noch mal kurz auf den Punkt bringen. Diese hohen Lebensmittelpreise haben 2 Ursachen. Zum einen das Versagen der sogenannten demokratischen Parteien auf europäischer Ebene und zum anderen das Versagen der sogenannten Fortschrittskoalition hier in Deutschland. Man kann hier nur dem Bundeskanzler zurufen, beenden Sie endlich diese ewigen Streitereien in dieser Regierung. Tun Sie etwas für die Menschen in unserem Land. Sorgen Sie dafür, dass diese Verarmung der deutschen Bevölkerung endet und der Wohlstand unseres Volkes endlich wieder gemehrt wird. Nebenbei bemerkt, haben Sie und die gesamte Bundesregierung darauf einen Amtseid geleistet. Leider scheint in dieser Regierung jeder diesen Amtseid vergessen zu haben, einschließlich unserem Kanzler. Der kann sich genauso wenig an seinen Cum-Ex-Skandal erinnern, wie er sich an seinen Amtseid erinnern kann. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Ingo Bodke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Seit Juli 2021 befindet sich die Inflationsrate in Deutschland auf Rekordniveau. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug sie auch im Februar diesen Jahres immer noch 8,7%. Eine Ursache für den aktuellen Wert ist der Krieg in der Ukraine, der die Preise für Energie, aber auch Lebensmittel hochgetrieben hat. Hierunter leiden vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen, weil sie einen höheren Anteil ihres verfügbaren Einkommens für Grundbedürfnisse ausgeben müssen. Im Gegensatz zu Menschen mit höherem Einkommen, die mehr Nettoeinkommen haben. Damit hat sich der politische Kampf gegen die Inflation in erster Linie auf eine sozialpolitische Dimension gesetzt. Niedrige Inflationsraten entlasten vor allem Geringverdiener. Deshalb müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um die Inflationsrate in engen Grenzen zu halten.
Das Problem mit der Inflation hat der ehemalige Präsident der Bundesbank, Karl Otto Pöhl, sehr treffend beschrieben. Er sagte, dass Inflation wie Zahnpasta sei. Einmal aus der Tube bekommt man sie schwer wieder hinein. Dieser Vergleich stimmt, denn es gibt nur einen vernünftigen Weg, um Inflationsrate zu senken. Die Produktionskosten müssen runter und der Wettbewerb darf nicht ausgeschlossen werden. Beide Maßnahmen sind zielführender als die Versuche des Staates, die negativen Auswirkungen der Inflation durch sozialpolitische Maßnahmen aufzufangen. Deshalb plädiere ich an dieser Stelle für ein Auflagenmoratorium für unsere Betriebe in der Land- und Ernährungswirtschaft. Sie müssen planbare und verlässliche Rechtsrahmen vorfinden, innerhalb deren sie sich bewegen können. Das ist der Weg für wirksame Bekämpfung von Inflation. Deshalb ist es der FDP bei den aktuellen Verhandlungen zum Tierhaltungskennzeichnungsgesetz so wichtig, der Landwirtschaft ein faires Angebot für den Stallumbau zu machen. Wir sichern den Betriebsinhabern zuverlässig und langfristig planbar die notwendige finanzielle Unterstützung für Investitionen in Tierwohlstelle zu. Das Baugesetz und das Emissionsschutzgesetz werden flankierend entsprechend angepasst. Sehr geehrte Damen und Herren, selbstverständlich muss sich Deutschland auch endlich öffnen für legale Migration in unseren Arbeitsmarkt. Der Fachkräftemangel treibt Lohnkosten in die Höhe, verteuert das Endprodukt und treibt die Inflation. Zusätzlich muss man Unternehmen steuerlich entlasten und gleichzeitig die Bürokratie reduzieren. Diese Maßnahmen sind schnell und unkompliziert umzusetzen. Intelligente Politik gegen Inflation reduziert die Kosten, und zwar bevor sie beim Verbraucher landen. Sie sind alle eingeladen, diese Forderungen gemeinsam mit uns umzusetzen. Aber ich befürchte, dass ausgerechnet die Fraktion Die Linke bei nächster Gelegenheit diese Bestrebung blockieren wird. Sehr geehrte Damen und Herren, die inflationsbedingten Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln haben uns ein Problem deutlich vor Augen geführt. Und das gehört auch zu der Wahrheit dazu. Bisher waren die Lebensmittel in Deutschland viel zu billig. Im Vergleich mit anderen westeuropäischen Ländern lag das Preisniveau für unsere Nahrungsmittel unter dem EU-Durchschnitt. Nur in Osteuropa konnte man billiger einkaufen. Deshalb haben Lebensmittel hierzulande nicht die Wertschätzung erfahren, die ihnen gebührt. Die Folge: Es wurde bisher viel zu viel in die Tonne geworfen. Erst jetzt, mit dem Anziehen der Preise, wurden viele Menschen bewusst, welchen Wert unsere Produkte tatsächlich haben. Erst jetzt, als sich die Lebensmittel überdurchschnittlich verteuerten und die Tafeln plötzlich zu wenig Spenden erhielten, wurde deutlich, wie sorglos und wie unbedacht viele Menschen in Deutschland Lebensmittel kauften und dann doch entsorgten. Wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen, hat erhebliche Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch. Die Geiz-ist-geil-Mentalität hat im Supermarkt nichts zu suchen. Diese Erkenntnis ist hoffentlich spätestens jetzt bei jedem Bürger angekommen. Liebe Kollegen, zum Abschluss komme ich auf das Bild mit der geöffneten Zahnpasta zurück. Wir können die Zahnpasta nicht mehr zurück in die Tube bringen. Aber es ist höchste Zeit, die Tube wieder zuzuschrauben. Lassen Sie uns gemeinsam die notwendigen Maßnahmen ergreifen und die Inflation einzudämmen, anstatt uns mit den Folgen zu beschäftigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Lebensmittelpreise gehen durch die Decke. Wir fordern 0 Euro Steuern auf Grundnahrungsmittel. Sie von der Koalition überlassen die Lebensmittelpreise den Spekulanten und den Lebensmittelkonzernen. Wir sagen, wir brauchen eine wirksame Preiskontrolle. Bei Aldi werden von 35 Artikeln aktuell nur noch 3 Produkte zum Preis von Januar des Vorjahres verkauft. Bei Edeka sorgten die höheren Preise der Eigenmarke Gut und Günstig für einen Umsatzplus von 15%. Das ist Wucher, und das muss beendet werden.
In unserem Land leben 14 Millionen Menschen in Armut, Tendenz steigend. Da müssten doch eigentlich bei einem sozialdemokratischen Kanzler alle Alarmglocken läuten, aber sie tun das nicht, und das ist fatal. Im Januar hatte der Kanzler zum Autogipfel geladen. Die Bosse der Konzerne kamen und 7 Bundesminister. Was für ein gigantisches Aufgebot und welche falsche Schwerpunktsetzung, meine Damen und Herren. Wir fordern einen Armutsgipfel im Kanzleramt. Und was muss da beschlossen werden? Keine Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, die Besteuerung der Übergewinne der Lebensmittelkonzerne, das Verbot von Spekulationen mit Lebensmitteln und mindestens 200 Euro mehr Bürgergeld, meine Damen und Herren. Doch der Kanzler kommt gar nicht auf die Idee, in den Markt einzugreifen. Und die Marktgläubigen von SPD, Grünen und FDP sind höchstens bereit, Almosen zu verteilen. Mit 53 Euro mehr Bürgergeld und mageren Einmalzahlungen können sich die armen Menschen, die Sie augenscheinlich verachten, nicht über Wasser halten. Und darum müssen sie zur Tafel gehen. Und diese Tafeln sind dauerhaft überlastet. Und ein Viertel der Menschen, die zur Tafel gehen müssen, sind Kinder. Das ist doch eine Schande für unser reiches Land. Meine Damen und Herren, eine Kindergrundsicherung könnte in dieser Situation für arme Menschen, für arme Kinder vieles verbessern. Doch diese Koalition kann in knapp 100 Tagen 100 Milliarden Euro für Aufrüstung beschließen, aber sie schafft es nicht, innerhalb von 4 Jahren eine Kindergrundsicherung zu finanzieren. Wie unsozial ist das? Und über Armut zu reden, ist augenscheinlich für diese Bundesregierung ein Tabu. Ich höre jeden Tag, wie arm die Bundeswehr dran sei. Warum sprechen wir nicht genauso intensiv darüber, dass 14 Millionen Menschen in unserem Land nicht ausreichend und gesund sich ernähren können? Warum schlagen Sie nur dann Alarm, wenn Munition fehlt? Warum schlagen Sie nicht Alarm, wenn es an Geld für Brot und Butter, Obst und Gemüse fehlt? Das wäre der richtige Schwerpunkt. Doch ganz einfach, Brot und Butter, Obst und Gemüse muss aus Ihrer Sicht der Markt regeln. Aufrüstung ist dagegen Staatsaufgabe. Das ist nicht akzeptabel. Und wenn es um die steigenden Lebensmittelpreise geht, dann haben Sie, das haben wir ja nur die ganze Debatte lang gehört, nur eine ganz einfache Erklärung. Im Krieg steigen eben die Preise. Ich möchte auf einen Antrag der Grünen aus dem Jahr 2011 verweisen. Der Titel: Mit Essen spielt man nicht, Spekulation mit Agrarrohstoffen eindämmen. Offensichtlich also, meine Damen und Herren, haben wir es hier mit einem ganz alten Problem zu tun. Allerdings muss ich Ihnen sagen, haben die Grünen das Problem schon damals verniedlicht. Denn es geht nicht um Spiel, sondern es geht um Leben und Tod. Und darum müssen wir die Spekulation nicht eindämmen, sondern wir müssen sie verbieten. Das wäre der richtige Weg. Und, meine Damen und Herren, im Jahr 2008 war das Jahr der letzten großen Lebensmittelkrise. Damals kauften Finanzinvestoren die komplette Weizenproduktion der kommenden 2 Jahre auf. Und damit trieben sie die Preisspirale massiv hoch. Sie überlassen also immer noch, trotz dieser Erfahrung von 2008, die Lebensmittelpreise den Finanzmärkten. Und das ist unverantwortlich, meine Damen und Herren. Sie mischen sich ja nur in den Markt ein, wenn Konzerne in Finanznot geraten. Dann sind über Nacht Milliarden Euro verfügbar, um Banken, Fluggesellschaften und Energiekonzerne zu retten. Meine Damen und Herren, Krisen und Kriege sind für die Spekulanten ein Geschäftsmodell. Je mehr Krisen, desto höher der Gewinn. Die Kollegen von der SPD, die ja auch einmal den Kapitalismus beenden wollten, haben sich augenscheinlich mit dem Kapitalismus und seinen Krisen abgefunden. Wir nicht. Wir wollen Krisengewinner wirksam besteuern. Wir kämpfen für ein gerechtes Land. Wir kämpfen für Gerechtigkeit für die Kinder in unserem Land und für eine gute Zukunft unseres Landes. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Alexander Bartz für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Die Preise in den Supermärkten haben sich in den letzten Monaten spürbar verändert. So sind die Preise für Nahrungsmittel zwischen Januar 2022 und Januar 2023 um durchschnittlich 20,2% gestiegen.
Hierbei liegen Fleischprodukte mit rund 19% zu. Gemüse wurde um 23% teurer. Milchprodukte und Eier stiegen um durchschnittlich 36%. Trauriger Spitzenreiter dieser Preisspirale waren die Speiseöle und Speisefette, dessen Durchschnittspreise zeitweise um bis zu 51% höher lagen. Die Inflation ist in vielen Stellen im Alltag spürbar. Beim Einkaufen merken wir das alle sicherlich noch viel mehr. Ich spreche hier heute nicht nur als Wirtschaftspolitiker der SPD-Bundestagsfraktion mit der Berichterstattung für den Bereich Ernährung und Landwirtschaft zu Ihnen, sondern auch als Bewohner des Oldenburger Münsterlands, einer wirtschaftlichen Boomregion, wie sie kaum eine andere von Landwirtschaft und den damit verbundenen Lebensmittelproduktion geprägt ist. Bereits im vergangenen Sommer äußerten sich viele Landwirte aus meinem Wahlkreis besorgt über mögliche Folgen des letzten Hitzesommers. In einer Region, die von Landwirtschaft lebt und wo neben der Tierhaltung und dem Obst- und Gemüseanbau auch so viele vor- und nachgelagerte Industrien in diesem Bereich ansässig sind, schaut man eben sehr besorgt auf die Folgen der Inflation und die damit verbundene massive Preissteigerung in den Supermarktregalen. Denn mittlerweile lässt sich feststellen, dass die steigenden Lebensmittelpreise die Energiepreise als größten Inflationstreiber in Deutschland abgelöst haben. Die Preissteigerung hat mehrere Gründe, die wir an dieser Stelle auch global betrachten müssen. Die enormen Preissteigerungen der Speiseöle lassen sich unter anderem auf die Ernteausfälle in Kanada und Südamerika zurückführen. Die aktuell hohen Preise für Gurken und Paprika liegen in schlechten Ernten in den Hauptanbaugebieten in Südeuropa und Nordafrika. Schon jetzt klagt die Po-Ebene in Italien über Niederschlagsrückgänge von 61%. Auch in Deutschland und Frankreich blickt man schon sehr besorgt auf einen möglichen Dürresommer 2023. Klar ist, die sonst so selbstverständliche Versorgung mit Lebensmitteln wird aufgrund von Wetterextremen von Jahr zu Jahr schwieriger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Inflation in den Supermärkten betrachten, dann ist klar, dass wir bei diesem Thema auch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundenen massiven Steigerungen der Energie- und Düngemittelpreise nicht außer Acht lassen dürfen. Dieser Krieg nimmt letztlich großen Einfluss auf die Lebensmittelproduktion. In der Regierungskoalition haben wir die finanziellen Herausforderungen für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland erkannt und mehrere Entlastungspakete bereits bis jetzt beschlossen. Das 9-Euro-Ticket, die 300-Euro-Energiepauschale oder der Heizkostenzuschuss, um nur ein paar Beispiele zu nennen, haben zwar keinen direkten Einfluss auf die Lebensmittelpreise, Entlastungen müssen aber im Gesamtbild betrachtet werden. Es greifen bereits viele Zahnräder ineinander, um die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aktiv zu entlasten. Es wurde bereits viel getan, und wir werden den Instrumentenkasten weiter mit wirkungsvollen Maßnahmen befüllen. Weiter hat die Regierung mit der steuerfreien Inflationsprämie für Unternehmen einen Mechanismus zur weiteren Entlastung geschaffen. Ich appelliere hier an dieser Stelle nochmal an die Unternehmen, diese wahrzunehmen und auch auf diesem Weg die Entlastung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschleunigen. Auch bei der Preisspirale im Supermarkt setzen wir an und werden weitere effektive Maßnahmen auf den Weg bringen. Wir können die Menschen mit niedrigen Einkommen und niedriger Rente gezielt entlastet werden. Wie können wir dafür sorgen, dass die Hilfe auch tatsächlich ankommt? Auf diese Frage werden wir in den nächsten Wochen und Monaten weitere Antworten finden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, höhere Lebensmittelpreise sind keine Lappalie. Sie betreffen den Alltag vieler Menschen. Ich bin überzeugt, dass die Ampel in der Lösung des Problems niemanden alleine lässt und auch zukünftig weitere effektive Instrumente findet, um die Auswirkungen der Krise zu beenden. Lassen Sie uns weiter gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gleich ein schönes Wochenende. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Oliver Vogt das Wort. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist meiner Meinung nach schon sehr bezeichnend, dass ausgerechnet die Fraktion DIE LINKE diese Aktuelle Stunde zu den Auswirkungen der Inflation an den Supermarktkassen aufgesetzt hat.
Denn eins muss hier im Hohen Haus, und ich bin meinem Vorredner dankbar, dass das auch noch mal gesagt hat, noch mal klar und deutlich betont werden. Der größte Treiber dieser Inflation, das ist der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Verbraucherinnen und Verbraucher spüren im Portemonnaie die gestiegenen Energiepreise und die ausbleibenden Importe von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, beispielsweise auch aus der Ukraine. Zusätzlich spüren sie aber auch die Sanktionen, das dürfen wir nicht verschweigen, die wir gegen das Putin-Regime veranlasst haben, um einerseits der Ukraine zu helfen, diese zu unterstützen, aber andererseits auch in die Welt ein klares Signal und vor allem auch nach Moskau zu senden: Wer das Völkerrecht bricht, der steht am Ende alleine da. In den Reihen Ihrer Fraktion, liebe Kollegin Ladendorf, sitzen aber auch Leute, die Russland eben nicht alleine stehen lassen. Was die Kollegin Wagenknecht beispielsweise angeht, möchte ich hier gar nicht erst anfangen. Aber auch die Obfrau Ihrer Fraktion im Auswärtigen Ausschuss, Frau Dadelin, ist hier kein Deut besser. So war zum Beispiel zu hören, dass sie tatsächlich die US-amerikanische Rüstungsindustrie für die Preisexplosion bei Lebensmitteln und Energie verantwortlich gemacht hat. Das ist geradezu absurd, meine Damen und Herren. Ja, Sie sollten da mal noch mal genauer hinschauen. Die gegenüberliegende Seite des Plenums, bevor Sie zu laut klatschen, steht Ihnen dabei aber nichts nach. Der AfD-Abgeordnete Steffen Kotré tritt beispielsweise in russischen Propagandatalkshows auf, und Ihr Parteivorsitzender Chrupalla legt öffentlichkeitswirksam Grenze mit dem russischen Botschafter nieder. Ich sage Ihnen eines, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf dieser Seite und auf dieser Seite des Hauses: Kehren Sie erst einmal vor Ihrer eigenen Haustür und stellen Sie sich endlich geschlossen gegen diesen russischen Aggressor. Dann würden Sie nämlich einen deutlich größeren Beitrag zur Inflationsbekämpfung leisten, als hier beispielsweise durch irgendeine Debatte im Deutschen Bundestag. Zugleich muss ich Ihnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, allerdings auch etwas mit auf den Weg geben. Ja, Sie hätten sich jetzt gewundert, wenn Sie nicht noch drangekommen wären. Fangen Sie bitte endlich an. Es ist ja viel angekündigt worden, eine wirksame Inflationsbekämpfung dort zu betreiben, wo Sie auch den Einfluss haben. Ein erster Schritt wäre beispielsweise, klare, deutliche Botschaften ins Land zu senden, dass die Regierung vor allem geschlossen steht und auch einen Plan hat, wie sie vorgehen möchte. Das Gegenteil ist aber leider der Fall. Die geplante Sitzung im Rahmen der konzertierten Aktion am 9. März sagten Sie zum Beispiel kurzfristig ab, direkt nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten für den Februar. Kann man sich jetzt selber einen Reim draus machen. Anstatt nach außen hin geschlossen aufzutreten und somit ein Signal der Stabilität ins Land zu senden, streiten sich die Minister Lindner und Habeck quasi auf der Titelseite der Bild-Zeitung öffentlichkeitswirksam über die Ausgestaltung des Bundeshaushaltes, indem sie sich eben fleißig Briefe hin und her schreiben. Das ist ein beispielloser Vorgang, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, den Sie auch durch Ihren 30-stündigen Koalitionsausschuss nicht aus der Welt schaffen konnten. Ja, die 16 Jahre, die können Sie gerne immer mal an anderer Stelle bringen. Und der für Ernährung und Lebensmittelpreise zuständige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir verliert sich im ewigen Kreislauf aus Ankündigungen, Zurückrudern und Vergessen. Gepaart wird dies mit dem ideologischen Festhalten an Flächenstilllegungen, der Reduktion von Tierhaltung bzw. Tierbeständen, der Verweigerung von technologischen Ansätzen und der mangelnden Unterstützung unserer Landwirte gegen die Pflanzenschutzmittelvorhaben der Europäischen Union. Mit Ankündigungen und öffentlich ausgetragenem Koalitionsstreit oder Liebesbriefen nach Moskau werden wir diese Inflation aber nicht eindämmen. Vielmehr brauchen wir ein Belastungsmoratorium für unsere Wirtschaft und vor allem eine Ausweitung des Angebots. Denn nur so drückt man am Ende die Preise. Vor allem aber brauchen wir endlich Frieden in der Ukraine.
Deshalb wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Renate Künast für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt nicht alles wiederholen, was an Fakten zu den Lebensmittelpreisen schon gesagt wurde. Wir wissen es alle. Es gibt vielfältige Gründe dafür. Es fing an mit Lieferengpässen und der Pandemie. Es ging weiter mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Dadurch gestiegene Kosten für Energie, Dünge und Futtermittel etc. Und bei allem ist aber eines wichtig, dass nicht alle Preissteigerungen, die wir jetzt haben, durch höhere Herstellungskosten zu begründen sind. Ich will gar nicht, das macht mein Kollege gleich noch mal, auf die ganzen Entlastungspunkte eingehen, die wir realisiert haben. Aber eins ist wichtig, wir wissen, nicht alles wird dadurch gerechtfertigt. Wir wissen, es gibt auch Spekulationen an den Börsen, zum Beispiel mit Nahrungsmitteln wie Weizen. Das ist nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Und ich freue mich ja, dass gerade das Ich freue mich ja, dass gerade die Kollegin der Linken vorhin da so etwas sehr engagiert draufging und gesagt hat, das ist absolut unmöglich. Ich finde es auch unmöglich, will aber in aller Ruhe hinzufügen, was ich immer schon sagen wollte, es ist auch unmöglich, dass zum Ende der DDR sich systemkonforme und systemnahe Menschen die LPG-Betriebe aufgeteilt haben in schöne Filetstücke, die sie heute, wo sie älter sind, an Investoren von irgendwo für teuer Geld verkaufen, meine Damen und Herren. Ich würde da auch mal gerne Empörung sehen. Oder vielleicht kann ja Thüringen da irgendwas unternehmen. Wir wissen, meine Damen und Herren, die Handelskette haben tatsächlich auch Mitnahmeeffekte, meine Damen und Herren, die sie selber haben, die zum Teil auch stimmen, wenn sie sagen, wir listen manche Markenartikel nicht wegen der enormen Preissteigerung und dem enormen Preisdruck, den die Lebensmittelindustrie auslöst, der sich auch oftmals nicht begründen lässt. Haben Sie recht, aber dann wundern wir uns, dass auch die Eigenmarken kräftig erhöht werden. An der Stelle muss man wirklich sagen, teilweise sogar mehr als die Markenprodukte. Auch da werden wir hinsehen müssen, meine Damen und Herren. Da werden wir drauf gucken müssen, wie wir da intervenieren können. Ich bin froh, dass eine der Maßnahmen zum Beispiel die ist, dass der Bundeswirtschaftsminister im Herbst 2022 den Entwurf zur Verschärfung des Wettbewerbsrechts vorgelegt hat. Da geht es darum, dass das Bundeskartellamt Sektoruntersuchungen machen kann, also grundsätzlich auch im Lebensmittelbereich, um zu sagen, hier haben wir strukturelle Wettbewerbsstörungen und in den Markt dann eingreifen kann, zum Beispiel die Vorteile abgreifen. Das kennen wir aus dem Strafrecht auch. Ja? Die Gewinne der Straftäter abgreifen, müssen wir hier auch abschöpfen können, meine Damen und Herren, um eines von vielen Maßnahmen zu sehen, weil man muss ja auch mal reagieren können, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Wir müssen auch sehen, dass Lebensmittel in den Teller und nicht in den Tank oder Trog gehören, meine Damen und Herren. 58% des Getreides ging in den Jahren 2021, wurde an Tiere verfüttert. Das ist am Ende nicht wirklich effizient, weil aus mehreren Kilo Getreide viel weniger tierisches Eiweiß entsteht. Ich will auch sagen, da ringen wir ja auch drüber, nicht mal in meiner Fraktion sind wir alle hundertprozentig einer Meinung. Der Minister hat es aber auch gefordert. Ich finde, wir müssen auch drüber nachdenken, wie wir bei dem Thema Preise mit der Mehrwertsteuer umgehen. Aber für Lebensmittel. Aber dann, sage ich Ihnen, müssen wir die Debatte dabei auch führen, wie wir steuern. Also wohin fahren wir da? Dann kann man nicht einfach sagen, wir machen alles auf Null, sondern wir müssen das dann auch mit Klima, mit Artenschutz, mit unseren Lebensgrundlagen und mit dem Thema Gesundheit verbinden. Die Debatte würde ich gerne führen. Und zum Schluss will ich noch mal eingehen auf Herrn Thies und Herrn Vogt, die ja hier groß was zum Atomkraft und ähnlichen Sachen gesagt hat. Das reizt mich dann doch ungeheuer, meine Damen und Herren. Also wenn Sie sagen, die Tatsache, dass wir die Atomenergie nicht weiterlaufen lassen, der 15. April wird ein Feiertag in der Republik und wahrscheinlich wird man uns weltweit beneiden. Rutschen Sie nicht aus dem Sessel vor Lachen, Sie werden sehen. Sie sind ja sowieso nicht interessiert an der Zukunft Deutschlands. Die Atomenergie, meine Damen und Herren, wenn man alles rausrechnet, die Subvention und die noch lange nicht bezahlte Endlager, meine Damen und Herren, dann kann ich sie mir auch billig rechnen und kann mir auch die Folgen billig rechnen. Ich
meine, das ist kein Argument. Wir müssen das doch so aufbauen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft preiswerte Energie haben oder preiswerter heizen können. Das ist der Punkt. Bei der Agrarflächenstilllegung, die Sie sagen, sollen wir, indem wir die Stilllegung aufheben, ja, wo wir zum Beispiel bei Tier und Futter und vielen anderen Dingen oder bei Food Waste viel mehr rauskriegen würden, sollen wir die Flächen nicht mehr stilllegen, sollen wir nicht mehr die Artenvielfalt erhalten, die auch Betriebsgrundlage der Bauern ist? Ich verstehe Sie gar nicht. Früher waren Sie mal eine Bauernpartei. Sollen wir, meine Damen und Herren, Container, sagen Sie, warum ist Container soll strafbefreit werden? Sorry, aber Sie haben auch über heimische Nahrungsmittel geredet. Auch in Containern sind heimische Nahrungsmittel. Was haben Sie gegen das Containern? Oder, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, ich sage mal, Mindestlohn. Wollen Sie, dass die Saisonarbeiter von dem Lohn, den sie kriegen, nicht leben können, meine Damen und Herren, halte ich für unanständig. Und für alle, die sich jetzt noch nicht genug aufgeregt haben, auch bei der Nutztierhaltung in den Schweinen, sage ich Ihnen, wir haben heute beantragt auf die Tagesordnung des Ausschusses, Agrarausschusses nach Ostern, dass wir das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz aufsetzen und beraten. Also das, was Sie weit mehr als 8 Jahre diskutiert haben und wo Sie nie zum Ende kamen. Wir Kollegin, sind zum Ende gekommen, kommen Sie bitte zum und damit Schluss. Zum Anfang der Nutztierhalter und für eine gute Perspektive. Danke. Für die FDP-Fraktion hat nun Maximilian Mordhorst das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin. Es freut mich ja zumindest, dass wir uns in einer Analyse einig sind. Die hohen Lebensmittelpreise resultieren vor allem aus der Inflation, die wir erleben, die wir alle als unsozial empfinden und die dringend gestoppt werden muss. Ich wundere mich aber auch über das eine oder andere, was aus der Opposition kommt. Sie müssen sich schon entscheiden. Entweder wir sind bei der Inflation mitverantwortlich, dann sind wir auch mitverantwortlich als Regierung, wenn es wie jetzt sinkt, oder wir sind nicht verantwortlich. Da müssen Sie sich schon entscheiden. Aber uns die Schuld geben, wenn die Inflation steigt und wenn sie sinkt, wie es jetzt glücklicherweise der Fall ist, auch wegen guter Maßnahmen der Bundesregierung, zu sagen, das hätte mit uns nichts zu tun, das ist nicht lauter. Ich glaube, wir haben viele Erfolge, die wir vorweisen können. Und es gibt eben zur Bremsung von Inflation, das haben wir jetzt auch mitbekommen, verschiedene Möglichkeiten. Unser Weg ist derjenige, zu sagen, ja, eine starke Wirtschaft, wir müssen auf haushalterische Zurückhaltung achten und dort gezielt helfen, wo besondere soziale Härten sind. Jetzt haben wir verschiedene Vorschläge der Linkspartei gehört. Wir wissen ja mittlerweile, es gibt eigentlich sogar 2 Linksparteien, nur eine vernehmen wir hier im Parlament. Wir haben dann gehört, der Preis müsse reguliert werden. Wohin das führt, das sehen wir bei Lukaschenko in Belarus, der die Inflation einfach verboten hat, Preiserhöhungen einfach verboten hat. Wohin führt das? Korruption, Pleiten und unglaubliche Knappheit. Das kann nicht der richtige Weg sein. Und dann gibt es andere Vorschläge, auch aus der Linkspartei. Leider finden die hier im Plenum nicht mehr statt. Ich weiß nicht, wo Sarah Wagenknecht gerade ist. Wahrscheinlich scheffelt sie Nebenankünfte, keine Ahnung. Aber ich glaube, sie hat immer wieder gesagt, wir müssten einfach die Sanktionen aufheben. Ich bin sehr froh, hier ist eine große Einigkeit in der Mitte des Hauses. Auch das werden wir nicht machen, weil wir eben wissen, Freiheit ohne Wohlstand, ohne Freiheit ist nichts wert. Und wir werden die Freiheit Europas auch weiterhin verteidigen. Ich glaube deswegen, dass wir das ein oder andere doch noch mal klarstellen müssen. Die wichtigste Maßnahme, das wurde jetzt gesagt, ist die Ausweitung des Angebots, ist eine starke Wirtschaft in Deutschland, eine soziale Marktwirtschaft in Deutschland, die hilft, Inflation zu senken. Und ich wundere mich, Kollegen Thies und Kollegen Vogt, dass Sie hier immer wieder über die Flächenstilllegung gesprochen haben, während 5 Unionslandwirtschaftsminister fleißig dabei sind, Flächenstilllegungen mitzumachen. Das verstehen auch wir nicht unter Ausweitung des Angebots. Das ist falsch. Und dann sollten Sie Ihre Reden, die Sie hier uns gehalten haben, lieber Ihren eigenen Leuten halten, denn das ist nicht der richtige Weg. Wenn wir immer wieder darüber sprechen, und auch das wurde jetzt eingeworfen von der Linkspartei, immer wieder darüber sprechen, dass ja die Marktwirtschaft das eigentliche Problem sei, die Spekulation mit Nahrungsmitteln. Es wurde schon erwähnt, wir haben in Deutschland gemessen am Lohn im europäischen Vergleich mit den niedrigsten Lebensmittelpreisen überhaupt gehabt. Das hat zu Verwerfungen und Problemen geführt, das gestehe ich ein. Aber können wir auch bitte mal die andere Seite erwähnen? Wozu hat das denn geführt? Millionen Menschen in Deutschland mit niedrigerem Einkommen können sich Lebensmittel in Deutschland leichter leisten. Das ist ein Erfolg
von Marktwirtschaft, auch von haushalterischer Zurückhaltung. Es ist auch ein Erfolg dadurch, dass der Staat nicht immer stärker in die Lebensmittelpreisbildung und in andere Preisbildung eingreift. Wir sollten diese Wirtschaft stärken. Wir wissen selbst, Preisregulierungen, andere Regulierungen, die haben nicht dazu geführt, dass Lebensmittelpreise gesunken sind. Die haben dazu geführt, dass Inflation steigt, dass Knappheiten herrschen. Wir werden den Weg seriös weiter verfolgen mit haushalterischer Zurückhaltung, mit dem klaren Bekenntnis zur Schuldenbremse, mit wirtschaftlichen Anreizen, aber eben nicht verboten, mit Technologieoffenheit beim Heizen, bei Planungsbeschleunigung, bei Antriebsmotoren. Es ist der richtige Weg für eine erfolgreiche Wirtschaft, für die Menschen in Deutschland. Und das ist der erfolgreiche Weg, der auch dazu führen wird, dass die Inflation in Deutschland nicht weiter anzieht. Vielen Dank. Danke. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Alexander Engelhardt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es stimmt, dass viele Menschen beim Lebensmitteleinkauf an die Grenzen ihres Budgets kommen. Es wäre jetzt ein leichtes, der Linken mit den vorgeschlagenen Preisbremsen den Griff in die Mottenkiste des Sozialismus vorzuwerfen. Doch wichtiger ist es, die Hintergründe dieses Problems genauer zu betrachten. Was sind denn die wirklichen Ursachen dafür, dass das Geld für den Lebensmitteleinkauf knapp ist? Das sind nicht etwa die gestiegenen Lebensmittelpreise. Der Preiskampf im Lebensmitteleinzelhandel ist nach wie vor sehr intensiv. Dieser Preisdruck trifft zuerst die Verarbeiter, die diesen dann auch an die Landwirtschaft weitergeben müssen. Angesichts des anhaltenden Höfesterbens und der stark gestiegenen Kosten für die Landwirtschaft ist klar, dass dort keine Luft für Preissenkungen bleibt. Vielmehr sollten wir aus Krieg und Krisen lernen, dass uns die Versorgungssicherheit durch unsere heimische Landwirtschaft faire Preise wert sein muss. Schließlich fordern wir dies auch in allen anderen Bereichen. Das Problem sind nicht die Lebensmittelpreise, sondern dass zu wenig Geld für den Lebensmitteleinkauf übrig bleibt. Das liegt zum einen an den hohen Mieten, zum einen bedingt durch die völlig verkorkste Wohnungsbaupolitik der Bundesbauministerin, die ihr den Neubau regelrecht einbrechen ließ, zum anderen aufgrund der extrem gestiegenen Nachfrage durch Geflüchtete. Das allein ist für die Wohnungssuchenden, vor allem im günstigen Segment, schon Herausforderung genug. Die stark gestiegenen Energiepreise sind ein weiterer Faktor, der das Budget der Menschen belastet. Auch das haben Sie durch Ihre ideologische Politik zu einem beträchtlichen Teil mit zu verantworten. Sie haben nicht etwa das Angebot an Strom durch die Wiederinbetriebnahme der letzten drei bereits abgeschalteten Atomkraftwerke erhöht. Nein, Sie reduzieren es zusätzlich durch das Abschalten der drei noch verbleibenden Atomkraftwerke. Die Geldentwertung durch die hohe Inflation trifft vor allem die Menschen mit niedrigem Einkommen. Dies versuchen Sie mit Geldgeschenken zu vertuschen. Die durch Ihre Politik extrem gestiegene Staatsverschuldung ist jedoch der Haupttreiber der Inflation. Die Regierung muss endlich in der Realität ankommen. In ganz Europa geben die Menschen gemessen am Einkommen deutlich mehr Geld für Lebensmittel aus als in Deutschland. Das Problem sind also definitiv nicht die Landwirte und die Lebensmittelpreise, sondern die weltfremde und unseriöse Politik der Ampel. Vielen Dank und frohe Ostern. Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Matthias Papendieck das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte, bevor ich zum Thema rede, doch etwas noch sagen zur Diskussion. Herr Schattner, Sie haben hier in Ihrem Redebeitrag eine andere Kollegin auf Ihr Alter rumgehackt. Sowas macht man nicht. Das möchte ich doch am Anfang ganz klar sagen. Wir haben jetzt heute zu der Diskussion hier inhaltlich einiges gehört zu Lebensmittelpreisen, zu der Herstellung im Agrarbereich und so weiter. Doch ich möchte zu etwas reden im Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben im Lebensmitteleinzelhandel in den letzten 10 Jahren eine unglaubliche Konzentration erlebt. Mehrere Marken wurden übernommen, wurden aufgekauft, wurden konzentriert. Ich erinnere mal daran an Kaisers, ich erinnere an Plus, ich erinnere an Real,
Und ja, da waren mehrere Minister und Ministerinnen beteiligt von verschiedenen Parteien. Und ich glaube, das war ein Fehler. Diese Konzentration war ein Fehler. Und wir sollten in Zukunft keine weiteren Konzentrationen im Lebensmitteleinzelhandel gemeinsam zulassen. Das geht nicht. Das ist der falsche Weg. Ihr Wirtschaftsminister auch, ne? Das andere Thema ist aber auch, wir müssen betrachten, und zwar die Eigentümer der Lebensmittelkonzerne. Da sind nicht durch Zufall in den Top 10 mehrere Familien und mehrere Eigentümer unter Ihnen. Und das Eigentum und das Vermögen ist sogar gewachsen, innerhalb der Corona-Krise zum Beispiel. Darüber muss man am Ende nachdenken und auch Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ebenfalls sind Themen, die sich verändert haben im Lebensmitteleinzelhandel. Ich habe mit 16 im Supermarkt angefangen, ich habe 23 Jahre da gearbeitet. Da war das so gewesen, ein Supermarkt, ein Discounter konnte 800 Quadratmeter groß sein. Ein Lebensmittelvollsortimentler konnte 1200 Quadratmeter groß sein. So groß wie das Haus hier. 1200 Quadratmeter, das war die normale Fläche. Jetzt in dem Moment haben wir Regelungen aufgehoben. Es wurden in der Zeit Regelungen aufgehoben, die dann zur Folge hatten, dass ein Vollsortimenter heutzutage 2000 bis 2500 Quadratmeter hat, wenn er neu baut auf der Fläche und ein Discounter immer über 1000 Quadratmeter ist. Jetzt ist eine Energiekrise, die Preise haben sich verändert. Und da muss man doch feststellen, dass genau diese Flächen dazu führen, dass die Bewirtschaftung dieser Gebäude, dieser Supermärkte am Ende teurer geworden ist. Das haben wir als Betriebsräte immer ein Stück weit angemerkt. Leider in dem Moment haben die Geschäftsführungen oftmals anders entschieden und die Flächen wurden immer teurer, was zur Folge dann hatte, dass die kleinen Märkte verdrängt worden sind aus den Innenstädten. Die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger müssen jetzt weitere Wege fahren, weitere Wege, um ihre Lebensmittel zu kaufen. Das ist auch nicht nachhaltig, in keinster Weise. Dementsprechend muss man darüber nachdenken, wie man die Innenstadtentwicklungen führt und auch möglicherweise Regelungen noch mal ändern. Einen anderen Punkt möchte ich auch noch ansprechen, und zwar, wie sind denn die Eigentümer und die Betreiber aufgeteilt? Betreiber wie Rewe und Edeka, die Marktführer sind, haben in der Regel Investoren, die Gebäude bauen, die Standorte entwickeln. Das haben sie gemacht, meistens mit einem Vertrag von 20 Jahren, 10 Jahre und 2x5 als Option. Dann in dem Moment kann der Händler dann entscheiden, naja, das Objekt läuft gut oder es läuft nicht gut, dann nach 20 Jahren kündigt er es auf und dann ist in dem Moment die Welt für ihn in Ordnung. Aber was ist denn, wenn in dem Moment das Objekt gut läuft? Wenn wir festgestellt haben, nach 20 Jahren, das Objekt ist ein gut laufender Supermarkt und der Investor weiß das ganz genau und erhöht am Ende doch die Miete. Und das heißt also, das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass die Preise und dass die Bewirtschaftung, dass die Themen sozusagen am Ende dazu geführt haben, dass das auch dazu beigetragen hat, dass die Kosten höher geworden sind. Und da muss man gegensteuern. Und da müssen wir als Staat auch am Ende Verantwortung überlegen. Wir sind an dem Punkt, dass wir die Rahmenbedingungen festsetzen und gemeinsam darüber diskutieren und sagen, okay, wir haben jetzt diese hohe Inflation, dann müssen wir auch unsere Schlussfolgerung daraus ziehen. Ich will aber auch noch einen Punkt ansprechen, der hier von Vorrednern genannt worden ist. Und zwar, da ging es darum, dass Bioprodukte in irgendeiner Weise preisförderlich sind oder preistreibend sind und dass es das eine gefährliche Situation ist. Das kann ich, oder es waren um Schadstoffe gegangen, die dann sozusagen verboten werden und so weiter. Aber diese Eigenmarken, die wir in den Supermärktregalen haben, die können sozusagen von den Kunden gekauft werden. Die entscheiden selber darüber. Die Bioprodukte sind prozentual immer weiter vor der Corona-Krise und auch vor der jetzigen Energiekrise und der Ukraine-Krise am Ende immer höher gegangen. Die Menschen haben das freiwillig gekauft, sie hatten das Geld. Das muss man auch deutlich so sagen. Aber jetzt hat sich die Situation geändert. Und dementsprechend sozusagen ist das auch völlig legitim, wenn jetzt zum Beispiel möglicherweise der ein oder andere Bauer sagt, okay, es ist ein anderes Käuferverhalten da und ich kaufe jetzt möglicherweise dann wieder oder baue selber mehr konventionellen Agrarlandwirtschaft an, was völlig okay ist. Ich wollte das nur an der Stelle sagen, das ist jetzt nicht ein Problem der Regulierung. Das ist ein Markt, der da funktioniert an der Stelle. Wollte ich nur noch mal an der Stelle klar halten. Also, ich hoffe, dass wir dort insgesamt selber gemeinsam hier auch zu Lösungen finden. Danke Ihnen an der Stelle auf jeden Fall für meine Aufmerksamkeit. Das Wort hat Dr. Sebastian Schäfer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe nicht nur das Wort, ich habe das letzte Wort in dieser Debatte.
Es gibt viele Gründe, warum die Lebensmittelpreise gestiegen sind. Kollege Barz hat das ja gerade noch mal sehr deutlich gemacht. Nach den Lieferengpässen durch die Corona-Pandemie wirkt sich insbesondere auch der brutale, völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, auf die Preisentwicklung aus. Die Ukraine und auch Russland gehören zu den wichtigsten Lieferanten von Agrarrohstoffen, und zwar in einem globalen Maßstab. Die Preiserhöhungen der Lebensmittel sind entsprechend auch ein globales Problem, insbesondere in den ärmsten Regionen. Bei uns beeinflussen die infolge des Krieges stark gestiegenen Preise für fossile Energie und der damit zusammenhängende Preisanstieg für Kunstdünger die Produktionskosten für Lebensmittel sehr stark. Dazu kommt die Klimakrise, die unsere Nahrungsmittelproduktion weltweit immer stärker bedroht. Die Ursachen für die stark gestiegenen Lebensmittelpreise, für die Rekordinflation sind also vielfältig. Es hat sich so etwas wie ein perfekter Sturm zusammengebraut, der viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Land vor große Herausforderungen stellt. Aber der Untergang der Republik ist abgesagt. Dieses Parlament hat mit seiner Ampelmehrheit dafür gesorgt, dass Pakete geschnürt werden konnten, hunderte Milliarden Euro schwer, die unser Land durch gleich zwei große Krisen geführt haben, zuerst durch die Corona-Pandemie und jetzt durch die Verwerfungen, die durch Russlands Angriffskrieg entstanden sind. Robert Habeck hat als Wirtschaftsminister dafür gesorgt, dass die Energieversorgung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt in wenigen Monaten von der extremen Abhängigkeit von russischen fossilen Energien gelöst werden konnte. Das war mit schmerzhaften Entscheidungen verbunden, gerade für meine Fraktion. Aber es ist gelungen, allen Unkenrufen auch aus diesem Hause zum Trotz. Wir haben Entlastungsmaßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger beschlossen wie niemals zuvor. Einmalzahlungen in der Grundsicherung, Bürgergeld, höheres Wohngeld für mehr Berechtigte, Heizkostenzuschuss, Heizkostenzuschuss 2, Einmalzahlungen zum Arbeitslosengeld 1, Energiepreispauschale für Arbeitnehmende und Selbstständige, Energiepreispauschale für Studierende, Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner, Gaspreisbremse, Strompreisbremse, 9-Euro-Ticket, Deutschland-Ticket, steuerfreie Inflationsausgleichsprämie, Förderung des Ausbaus von Photovoltaikanlagen, vollständiger Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen, Wegfall der EEG-Umlage, einmalige Sonderzahlung beim Kindergeld, verbesserte Homeoffice-Pauschale, Anhebung des Grundfreibetrags in der Einkommensteuer, Abbau der kalten Progression im Einkommensteuertarif, deutliche Erhöhung des Kindergeldes auf 250 Euro pro Kind. Wir wollen in die Osterpause, das war nicht mal vollständig. Das war ein echter Kraftakt im vergangenen Jahr, und das zeigt, was diese Koalition geschafft hat. Und diese Entlastungen kommen an. Die Wahrheit ist konkret. Eine vierköpfige Familie, Jahreseinkommen knapp über 30.000 Euro mit einer gemieteten Dreizimmerwohnung, wird in den Jahren 2022 und 2023 mit über 9.000 Euro entlastet. Eine Rentnerin, verwitwet, mit 12.000 Euro Altersrente, gemietete Wohnung mit Gasheizung, wird 2022 und 2023 mit knapp 4.000 Euro entlastet. Eine Transferempfängerin, die in einer kleinen Wohnung lebt, wird mit weit über 1.000 Euro entlastet in dieser schwierigen Zeit. Und es bleiben für viele Bürgerinnen und Bürger schwierige Zeiten. Viele leiden unter der Unsicherheit, die der russische Angriffskrieg auf unseren Kontinent gebracht hat. Die Inflation wird nicht schnell wieder verschwinden. Die Belastungen bleiben hoch. Aber diese Bundesregierung, diese Koalition hat alles getan, um die Bürgerinnen und Bürger, die Unterstützung brauchen, gezielt zu entlasten und mitzuhelfen, diese schwierige Zeit zu überstehen. Und das Allerwichtigste: Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sind in dieser Zeit solidarisch. Das sehen wir auch beim fossilen Energieverbrauch, der deutlich reduziert wurde. Gemeinsam, solidarisch, werden wir diese schwierigen Zeiten meistern. Herzlichen Dank. Damit kommen wir zum tatsächlich letzten Wort in dieser Aktuellen Stunde. Ich stelle fest, sie ist beendet.